Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Zuerst mal hoffe ich, dass ihr die Weihnachtstage gut überstanden habt und das nehme ich jetzt auch zum Anlass, um euch meine Weihnachtsgeschenke zu zeigen. Es ist nicht viel Materielles, ich habe eher mehr Geld bekommen, weil ich es mir gewünscht habe. Und ja, mit den Dingen, die ich jetzt bekommen habe, das ist nichts Besonderes, aber ich möchte es euch trotzdem zeigen und auch nicht damit angeben. Es ist einfach nur eine kleine Inspiration für euch, vielleicht fürs nächste Jahr, was ihr euch wünschen könnt. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und los geht's. Fangen wir mal mit den Produkten an, die ich mir selber zu Weihnachten quasi gekauft habe. Und zwar habe ich mir bei Pocodomäne einmal so Flauschekissen gekauft. Das ist jetzt so ein kleineres und in grau-schwarz gehalten. Ihr seht das eigentlich ganz gut. Und ich mag diese Kissen sehr, sehr gerne. Und dann habe ich mir das hier auch nochmal in einer Variante größer gekauft. Ich glaube, das hier ist jetzt 65x65 und das andere ist 80x80. Und ja, ich liebe diese Flauschekissen und deswegen habe ich mir die selber gekauft. Und dann habe ich mir noch was bei Poco selber gekauft. Und zwar ist es ein neuer Büro-Schreibtisch-Drehstuhl. Und den blende ich euch jetzt mal ein. Das ist so ein schönes dunkles Grau mit einer kurzen Rückenlehne. Und ja, ich fand den super, super schön. Und deswegen dachte ich mir, kaufe ich mir den jetzt auch noch zu Weihnachten für mich als Geschenk. Und ja, dieser Stuhl, der hat im Angebot jetzt mit 20% nur noch 48 Euro gekostet und da konnte ich nicht Nein sagen und habe ihn mir direkt gekauft. Und ja, zu den Kissen, die habe ich mir selber gekauft, habe ich mit 20% einmal für das kleine 8 Euro bezahlt und für das große ungefähr 15. Ja, dann machen wir weiter mit den Geschenken, die ich geschenkt bekommen habe. Und das ist zum einen so eine süße Eule. Das ist ein Teelichthalter. Hier könnt ihr dann ein Teelicht reinmachen. Und ich finde die super, super niedlich. Die ist weiß und mit beigen, also die Flügel und der Bauch ist beige. Und ja, ich fand die total süß und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Die wird jetzt einen wunderschönen Platz an meinem Schreibtisch bekommen und da freue ich mich schon sehr drauf. Weiter geht's mit einem Parfüm und zwar ist das dieses hier von Christina Aguilera. Das ist mein absolutes Lieblingsdrogerieparfüm. Es ist nicht teuer, aber es riecht umwerfend gut. Müsst ihr mal dran riechen, falls ihr das noch nicht kennt. Und ja, da freue ich mich super drüber, weil ich es einfach liebe und bei mir geht das sehr, sehr schnell leer. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal wieder einen Nachschub. Und ja, wie gesagt, freue ich mich sehr drüber. Wenn ich jetzt nicht zu jedem Produkt sage, dass ich mich freue, ich habe mich super, super doll über alles gefreut. Und wie gesagt, es ist nicht viel. Am meisten habe ich Geld bekommen. Und das Geld war einmal in diesem wunderschönen Umschlag hier. Der ist Gold-Silber mit Sternchen und ja, fand ich auch sehr süß. Es ist auf jeden Fall ein toller Hingucker und werde ich auch auf jeden Fall aufbewahren, weil das einfach viel zu schön. Und von meinen Eltern habe ich dann diese kleine Verpackung hier bekommen. Hier war ebenfalls Geld drin und außerdem noch ein bisschen Schokolade. Hier war jetzt ein Hanuta und ein Mars dabei. Und ja, die Verpackung ist auch einfach total niedlich. Ja, außer die Schokolade aus der Verpackung war nicht das Einzige. Wir hatten so einen schönen Schokoladenteller, wo sich jeder bedienen konnte. Und ja, das finde ich einfach besser, als wenn man so eine Riesentüte voller Schokolade hat. So konnte man sich ein bisschen zurückhalten, was ich auf jeden Fall viel, viel besser finde. Ja, kommen wir auch schon zum letzten Produkt, was ich geschenkt bekommen habe. Und zwar ist dieses wunderschöne Geschenkset von Lancôme. Richtig, richtig schön in diesem Pink. Und ja, beinhaltet ist hier das Lancôme La Vie Est Belle Parfüm. Dann eine Bodylotion von La Vie Est Belle und die Hypnotic Volumen Mascara. Das ist so eine kleine Probegröße mit 2 Millilitern. Das Parfüm hat 30 Milliliter und die Bodylotion hat 50 Milliliter. Und ja, ich freue mich hier auch riesig drüber, weil das La Vie Est Belle Parfüm habe ich mir so noch nie gekauft, weil es einfach viel zu teuer war für einmal zwischendurch zu kaufen. Und ja, deswegen hat sich das jetzt sehr, sehr gut angeboten, dass ich das zu Weihnachten bekommen habe. Und ja, wie gesagt, die Verpackung in diesem Gold Pink ist auch auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ja, wie gesagt, freue ich mich sehr drüber. Ja, meine Lieben, das waren auch schon meine kleinen, aber feinen Geschenke. Ich habe mich am meisten natürlich darüber gefreut, die Zeit mit der Familie zu verbringen. Die Geschenke waren erstmal Nebensache, aber trotzdem freut man sich natürlich anderen und sich selbst eine kleine Freude zu bereiten.
Und ja, mich interessiert jetzt einfach mal, was ihr so zu Weihnachten bekommen habt. Schreibt mir einfach mal euer Lieblingsgeschenk in die Kommentare. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Und falls ihr gerade erst eingeschaltet habt, würde ich mich natürlich sehr über euer Abo freuen. Und vergesst hier nicht, die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr bei einem neuen Video benachrichtigt. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, ich denke mal, ein neues Video wird bald kommen. Und zwar zu meinem Essi-Kalender. Da werde ich euch den Inhalt zeigen. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein erholsames 2016. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss!